So, Leute, schon bin ich wieder da. Oh, das tut immer gut. Oder stimmt ihr mir zu? Ach, so eine kleine Biopause, immer, immer hervorragend. So, Kader schläft noch. Dem geht's gut. Muss halt, ist halt Hardcore, ne? Seit um. Ja, seit um 6, 7. Ich rechne mal seit 7. Ne? Irgendwo mittendrin ist er irgendwann reingekommen. Da habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Seit um 7 ist er hier. Das heißt, jetzt ist es 5. Das sind wie viele Stunden? 5 und nochmal 5 sind 10 Stunden. Heute Mittag war er eine halbe Stunde draußen. Das heißt, seit 10 Stunden im Endeffekt pennt er hier. Hardcore. Mittlerweile könnte er aber auch rausgehen, aber ich lasse ihn einfach schlafen. Ne? Dann ist er wenigstens die Nacht unterwegs. Das stört mich nicht. So. Was sagt denn das Geplänkel? Geplänkel sagt, wir stehen 60 zu 50. Jawohl. Oh, guck mal, hier haben wir noch einen. Ein 350er. Hier ist Iru, macht noch. Wie viel habe ich denn? Ich habe 5 Sternchen. 5 Versuche. Und wie viele Sternchen habe ich gemacht? 4. Ja, okay, weil ich einen verkackt habe. Das macht nichts. So. Gucken wir mal, was die Aufträge machen. So, hier. U-Boot müsste man nochmal fahren. Da habe ich nicht so Bock drauf. Puff. Der Twitch-Auftrag ist schon mal durch. King of the Sea, 20 Torpedos. Ist ja egal, welche Torpedos. Ah, ne, Schiffstorpedos. Flugzeuge zählen nicht. So, jawohl, Torpedotreffer. Nee. Ah, das Schöne, das zählt auch. Lol. Aber gut, die 10.000, die können sie sich sonst wohin stecken, ne? Im Endeffekt. Was haben wir hier noch? Basis-EP. Basis-EP. Alles Basis-EP, oder? Ja. Wurscht. Na gut, dann machen wir das halt, ne? Erledigt ist erledigt. Obwohl 19 Bänder ist halt auch echt nicht viel. Dafür, dass ich einmal U-Boot gefahren bin, verdienst du halt echt wenig Bänder. Nee, mache ich im Koop. Das mache ich im Koop. Okay, das heißt, eigentlich ist mir völlig wurscht, was wir jetzt fahren. Was sagt mein Feldzug? Mein Feldzug sagt, ich brauche hier Tier 8. Tier 8 erobern. Verteidigen. Ja, dann machen wir doch das, oder? Dann können wir gleich hier die gute Benson nehmen. Ja, die gilt ja für alle drei Aufträge, Gott sei Dank. Ja, Geplänkel ist auch okay. 1000, ja, kriegt man hin, könnte man hinkriegen. So. Jo, 100.000 müssen wir verdienen. So, Cube Tier 8. Ist das was für dich oder hast du andere Pläne? Levelst du die Norca eigentlich oder spielst du die nur so? Weil wenn wir was spielen, dann können wir auch was spielen, was du leveln musst. Ja, damit du auch mal vorankommst. Beziehungsweise nicht nur wegen mir dann zurückstecken musst. So, wen haben wir denn da? Wir haben Tier 8, ein Tier 6er Flugzeugträger. Okay, wir haben kein Radar, kein Radar, kein Radar, kein Radar. Hydro, die Sims hat sowieso kein Radar. Und wen haben wir dann noch gehabt? Nishimanto.
Ja gut, die Baltimore hat Radar. Awesome. Läuft. Ah. Nur so habt ihr Eier. Dann schlag was vor. Dann setzt du ein Schiff. Was du. Ich weiß nicht, ob du das gerne spielst, aber wenn du leveln möchtest, dann level. Das ist kein Thema. Also ich habe in jedem Tier noch Schiffe, die ich leveln muss. Okay, du willst zu A. I see. I see, I see, I see. Ja, ich guck mal, was mit B ist und dann. Dann muss ich mich mal entscheiden. Ja, Flugzeugträger ist dümpelt bei A rum, alles ist gut. Ist eh nur ein 6er Flugzeugträger. Die Flugzeuge tun mir tatsächlich nicht weh. Dafür habe ich ja das Schiff schon abgegradet. Da ist die Sims, okay. Das heißt, ich habe auf jeden Fall die Lightning als Gegner. Ist die Sims tatsächlich der nächste dran? Die Lightning muss auch da sein, wo die Sims ist. Ah ne, die Lightning ist oben. Lol. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Okilidokili. Das heißt, ich nehme hier schon mal unangefochten den B-Cap. Das ist immer gut. Wir hatten. Hat er da einen Jäger hingesetzt? WTF? Awesome! Hat sich die Akatsuki wegtorpen lassen von der Lightning. Das läuft ja spitzenmäßig. Ihr deckt die New Mexico ein. Jawohl. Da ist das U-Boot. Es fährt weg. Da ist der DD. Da ist der DD. Junge, in puncto Feuerkraft bist du mir halt hardcore unterlegen. Deine Freunde zwar nicht, aber das stört mich nicht. Okay, jetzt ist er weg. Wer pinkt da wie wild im falschen. Leer bei die 1, Junge. Komm mal, lass mich mal zugehen. Wäre nicht schlecht. Okay.
Ah, die Tops gehen alle daneben, ist zum Kotzen. Jawohl, die Lightning ist weg. Wisst ihr was? Ich mache einfach einen auf Hase. Na 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 na. Ich komm durch. Na 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 na. Ganz einfach durch. Wen haben wir denn da? Oh no. Es geht ab hier hinten. Bam. Wenn es geht, der komischen Algerie, die mich beschießt. Ja, sehr gut. Gut in die Seite geballert. Kann der eigentlich was? Ah, der hat Hydro. Ups. Hast du dir jetzt gedacht, hä? Sauber. Guter Hit, guter Hit, guter Hit. Au. Was geht denn ab hier? Was geht denn ab? Was geht ab in ganz großen Schritten? Und wo ist jetzt? Oh, da hinten hocken sie alle. Uhuhuhu. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Oh, wie kann denn das U-Boot näher dran sein als der Flugzeugträger? Okidoki.
Okay, das U-Boot ist in 8 Kilometern oder so. I see, I see. Ja, ich muss mich mal von der Fladdy lösen. Ja, die Ranger macht das halt noch. Ich krieg die Krätze. Ich bräuchte halt Torps. Eins und zwei und drei. Ah, nur zwei. Okay. Tschakka, er ist weg. Wer ping der? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo das U-Boot ist. Ich habe keine Ahnung, wo das U-Boot ist. Aber wir haben den Flugzeugträger, das reicht doch. Das reicht doch für den Win, oder? Die Norka ist doch eigentlich fast schon tot. Alter, er ist am nächsten dran. 17 Kilometer. Da, die Norka muss weg. Wenn die Norka weg ist, ist das Ding durch. Die Torps für die Vladi kamen aber auch richtig gut, ne? Auch vom Zeitpunkt halt her. Vom Zeitrahmen. Oh nein, Guck, stirb nicht. Oh, das tut weh. Schwein gehabt. Oh, ich habe die Leon getötet. So nebenbei. Ja, sehr gut. Hä? Wie läuft das? Mein Freund. Oh, guck mal, wir haben Divi Waffenbruder. Juhu. Oh! Sterb nicht.
Und Unterstützer. Yes. Lief doch, oder? Kann man zufrieden sein. Da hier Cherbourg 2250. Ne, 2000er Base Game ist gar nicht so schlecht. Das kriegt man halt nicht so oft. Na gut, und so Akatsuki. Ne, direkt am Anfang weggetoppt. Dafür, dass der Flugzeugträger bist. Gut, es ist halt ein Tier 6 Flugzeugträger. Was willst du machen? Ne? Deine Flugzeuge werden halt geschreddert im Tier 8. Gerade die Tier 8 Schlachtschiffe. Die pumpen die halt weg. Von daher. Ja gut, die Baltimore vor allem. Die Shimanto kannst du angreifen tatsächlich. Aber. Ja. Und zum Schluss stehst du halt da ohne Flugzeuge. Ja, kann ich verstehen, dass er halt nicht viel machen kann. Ja, die Vladi hat gut gepunktet. Jawohl. Ja. Ah, guck mal, geht voran. Na, erobern, verteidigen. Was? Ich habe keinen, der Tops hat. Mein Schlachtschiff? So, letzter Tagescontainer. Ja, am Anfang kann man leider, also als relativ junger Spieler kann man halt leider nicht jeden Auftrag machen, weil nicht alles für ein alles, was man hat, man irgendwas Richtiges. Das ist völlig normal. Kann ein Schiff, was richtig gut torps halt für einen Auftrag. Was ich da empfehlen kann, ist welche Aufträge waren das jetzt? Hier für sowas. Tier 5 Zerstörer und Koop. Fertig. Na, dann machst du es einfach durch Masse. Als Tier 5, also kleiner Zerstörer, startest du eh mal vorne, bist der Schnellste. Das heißt, du bist der Schnellste beim Gegner. Einfach vorfahren, die Torps ablassen, dann hast du 3-4 Treffer und dann stirbst du instant und dann fängst du von vorne an. Das heißt, alle 5 Minuten kannst du halt, keine Ahnung, 4-5 Treffer oder so, kannst du dir holen. Da muss man es halt über die Masse machen als Koop. Ich mache halt jetzt auch, das mache ich halt auch öfters, aber ich mache halt jetzt nur die über Zufallsgefechte, weil wir die halt für die Geplänkel brauchen. Ja, bei den Zerstörern ist es relativ wurscht, welche Nation du fährst, weil im Endeffekt schießt du gegen die Bots die Torps eh aus, was ich so 3-4 Kilometer Entfernung ab. Dann heißt, da treffen die halt immer. Und, keine Ahnung, selbst als kleiner Zerstörer hast du 5 oder 6 Torps. Naja. Das kann man da schon gut mitnehmen. So, ich sag mal so, letztes Divi-Gefecht, oder? Wir sind schon einige gefahren. So. Ah, bist schon raus. Okay. Dann löse ich mal auf. Ja, ist ja auch nicht böse gemeint, aber ich kann auch nicht ewig Divi fahren. Muss mich ein bisschen auf meine Sachen konzentrieren. So. Es muss. Ja, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Was muss ich jetzt machen? Nichts weiter, ne? Wir müssen einfach jetzt hier nochmal Zerstörer fahren. Ne? Für den. Ah, guck mal, King of the Seas schon durch. Gab eine Permanenttarnung. Oh, Kyubi, du kannst ja mal sagen, wenn du deinen Twitch-Drop abholst, ob das jetzt geklappt hat, ob der jetzt in-game angekommen ist oder ankommt. Ob das jetzt geholfen hat mit dem. Boah, 35.000 ist halt auch eine Ansage. Mit dem Neuverknüpfen. Ah, wird schon. Das wird alles schon. Was sagt die Bunde Regatta? Bunde Regatta sagt durch.
Ach so, die musst du gar nicht claimen, die kriegst du einfach so, ne? Schlau. Ja, dann fahren wir nochmal Benson, oder? Ich hab was Entscheidendes bei der Benson an Ausrüstung vergessen. No. So, Feldzüge. Ah, es wird doch. Auf geht's. Eigentlich müsste ich mehr Sachen fahren, die Doppelstern geben. Oh, guck mal, der Twitch-Drop. Du kannst jetzt den Twitch-Container holen. Jawohl. Aktualisieren. Der Twitch-Container. Vergesst nicht euren King of the Sea. Na, geht bis. Der Twitch-Drop an sich geht, glaube ich, bis morgen früh um 9, 8:59 Uhr heute. Und dann geht der nächste los. Und ich muss sagen, ich stehe so kurz davor, WoW wieder anzufahren. Na, das Addon wird wieder hochgelobt. Hat sich dann an mein Team geschlichen. Oh, what? Oh nein, das Sound in der Poschaski. Einen leichten Kreuzer spielen und sterben, so haben wir es gerne. Und du startest auch noch bei mir. Ja, hey, fun, ne? Mit 8er Flugzeugträger. Alter. Ja, ich fahr die auch nicht gerne. Guck mal, wir haben ein Radar, wir haben das nächste Radar. Das heißt einmal 9 Kilometer und einmal 12 Kilometer. 2 DDs. Ach, zwei DD-Jäger, sagen wir mal so rum. Kanonen-DDs. Ah, läuft spitzenmäßig. Ich will nichts sagen, aber wenn dich einer sieht, bist du tot. 100 Pro, das passiert jedes Mal, wenn ich im Kreuzer in die Ecke fahre. Ich meine, ich kann. Oh, ich bin im T10-Gefecht. Alter. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du dich beschwert hast, wegen der AP, ne? Ja, aber C kannst du vergessen, da fahre ich nicht rein. Hipper, ja gut, die Hipper, die Salem kommt schon, das heißt, die Talent ist hier schon gestartet. Ja. Ja. In C kommt auch gleich der erste DD rein. Der steht hier kurz vor zwischen den beiden Inseln. Man sieht ihn nur noch nicht. Aber mein RPF zeigt ihn an. Naja, der steht da und wartet, die Wurst. Ich dümpel mal vor mich hin, denn gleich müsste die Talon ihr Radar anwerfen. Ja, ich meine, ich gebe euch ja hier die Chance, auf die Yamato zu schießen. Alles cool. Ah, ich hab. Und Kita ist raus. Und Kita ist raus, meine Freunde. Übrigens, die Talin kommt jetzt hier bei
B7 ist die jetzt. Ich bin überrascht, dass das Radar noch nicht gekommen ist. Und das U-Boot ist auch raus. Das heißt, die Öland ist in der Mitte. Jawohl. Oh, da kommt Radar. Da kommt der Kader. Komm, drück der Talin. Oh, die Talin muss weg. Wenn der Radar anmacht, bin ich so tot. Ach, die Salem ist auch da. Ja, genau, Alter. Ich halte ihn offen. Ich halte ihn offen. Noch ist kein Radar. Noch hat keiner von beiden Radar angeschmissen. Das finde ich ja echt stark. Aber jetzt muss ich natürlich auch. Oh. Oh, jetzt kommt die Yamato hier. Das ist ja mal nicht. Schnuff, schnuff. Da ist der Raider. Uiuiuiui. Tiffy. Von Bödefeld und da ist die Öland. Ja, ich habe die Öland erwischt. Einmal. Puh, ich bin raus. Eieiei, was ist das? Oh, Schliefenspam. Au, 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 au. Ah, kann man mit leben. Puh. Oh, ich glaube, die Talin wird sich schnell einen Torp einfangen. Auf den Arsch? Ach, schade. Er kann auch wegdrehen. Ich fürchte, ich kann euch hier nicht groß helfen, ne? Mit Talin und Dingsy nebendran und der Öland. Das wird ein bisschen. Ich kann das Beste euch unterstützen, hier das hinzuziehen, aber linke Seite haben sie jetzt alles erledigt. Da kommt Torps. Und da kommt Radar. Ululululu. Wie lange geht denn hier das Radar? Auchi. Arsch weg. Oh, jetzt kriege ich aber auch hier Hardcore-Fresse, ey. Na, sehr gut, jetzt kann nur noch. Ah, wenn wir Glück haben, kriegt. Ach, ich bin raus, sehr gut. Wenn wir Glück haben, kriegt die Yamato noch einen Torp mit oder zwei. Alter. Ja, zwei für 21, für 22.000. Uhuhu. Und bist du noch da? Ja. Wo ist denn die Poschaski? Du bist gerade hinter mir. Du bist im Nebel. Alles cool, alles cool, alles cool. Läuft. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was jetzt die Yamato macht. Da kommt er. Ich könnte ihn ja YOLOn. Okay.
Passt euch das, wenn ich die offen halte? Ja, ne? Ja, 17.000 ist nicht so die Welt. Naja, die sind eh offen. Auf geht's. Da kommt ein Sumo mit 12k. Glaubst du nicht, dass mich deine HP beeindruckt? Schliefen. Ich fackel dich ab. Ah! Was ist das denn? Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, meine Freunde. Oh Gott, Tallinn, hoffentlich hat er kein Radar. Die Torps laufen, die Torps laufen. Ja, einer trifft. Jawohl, einer auf die Yamato. Hilfe! Hilfe! West, es sind halt zwei Leute noch da und die verfolgen mich. Ich kann aber auch nicht viel mehr machen. Obwohl, ich kann schießen. Komm mal. Oh, jetzt nicht mehr. Die werden instant auf mich ballern, wenn sobald ich aufgehe. Hey, ich habe 43k Spotting. Jawohl, 50k Spotting. Ja, komm, dann hin. Was soll der Geiz? Dä-dä-dä. Guck mal, Sauli hat die Tallinn gemacht. Yes. Und du hattest Schiss. Haben wir noch gut gerissen, würde ich sagen. Da. Teamleistung. 244 Treffer, 79k Schaden. Ja, keine Ahnung, ob das bei der Puschaski gut ist, aber du musst halt sehen, du hast halt Tier 10, ne? Du kommst halt mit der AP, kommst du halt schwer durch. Sobald du nicht die Aufbauten triffst, hast du halt schon verloren. Und du musst vorsichtig sein, wenn. Weil die Tier 10 Schlachtschiffe, die lachen doch drüber. Na, du bist halt Ziel Nummer Uno. Aber Glück gehabt, ne? Dass die Kita direkt draufgegangen ist. Na, manchmal macht sich RPF doch bezahlt. Ein Salvo kommt die Hälfte meiner Leben mal weg. Ja. Na, weil du als leichter Kreuzer bist du halt freiwillig. Tier 8 leichter Kreuzer gegen Tier 10 Schlachtschiff. Da freuen die sich, weil egal wie die dich treffen, das tut richtig weh. Ah, er hatte leider kein gutes Leben. Aber das ist gut, dass die Kita weg ist. Ne? Die tut halt richtig weh. Die hätte hier richtig was aufgemischt. Na, guck mal, 11.000 durch Brand. Lalalala.
Hat drei Torpedos gefressen für 28k. Ist nicht die Welt, aber gut, ich bin halt auch nur ein Tier 8er, ne? Meine Torps tun halt nicht so weh. Na, 52.000 Spotting. Ja. Erschleidender Schaden 17.500. Das hätte nicht mehr viel gefehlt. Wie viel habe ich? 17.500, 18.200. Das heißt, ich habe noch 700 Leben. Ich glaube, die Tannin hätte mich mit einer Salve platt gewalzt. Hätte vielleicht einer treffen müssen, dann wäre ich umgefallen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es gerissen. Nur der Sieger schreibt die Geschichte. Da, 1050. Ne, 1025. Perfekt, ne? Läuft. Ja, die Frage ist, eigentlich müsstest du die Doppel hier machen, aber ich habe halt weder guten russischen Zerstörer, noch kann ich mit dem umgehen. Na, mit Kreuzern sowieso schon gar nicht. Ah, okay. Kader kam gerade an, hat sich hier auf dem Stuhl geflaggt, ein bisschen geputzt. Er ist jetzt am Fressen ab und er will gleich raus. Entweder will er noch was saufen oder dann will er raus. Definitiv. Uff. Ja, dann Geplänkel, ne? Start mal noch eine. Lief gerade. Britenkreuzer. Ich drück die Daumen. Na, heute, ich will es jetzt nicht beschreien. Heute läuft's eigentlich. Ne, das sind alles Zufallsgefechte, muss man sagen. Nee, das war auch ein Zufallsgefecht, Entschuldigung. Oder? Ja, ne? Ja. Ja, da wird mal plattgewalzt. Das heißt, ein Botgefecht. Alrighty. Die Frage ist, warte ich jetzt, bis der Kader fertig ist? Ja, ich muss warten, bis der Kader fertig ist. Hilft ja nichts. Tja, ich würde sagen, mach mal ein Päuschen. Ja, das wird jetzt 5 Minuten dauern. Hoffen wir nicht, glaube ich. Versorgt den Kader noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Geht's weiter. Bis gleich.